Hey, feierst du auch, dass die Schule endlich vorbei ist? Dieses ganze Rumgesitze war sowieso nichts für dich? Du packst lieber an und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Weißt immer genau, wo alles hingehört? Und kannst das hier nicht ertragen? Dann ist deine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik für dich vielleicht genau das Richtige. Die sorgen dafür, dass im Warenverkehr alles wie geschmiert läuft. Meistens jedenfalls. Denn die Millionen Waren, die jeden Tag um die Welt geschickt werden, durchlaufen alle irgendwann ein Lager, wo sie von den Fachkräften für Lagerlogistik entladen, gescannt, verteilt, gegebenenfalls verpackt und schließlich wieder verladen werden. Genau, du hast es kapiert. Die spielen den ganzen Tag Tetris, aber im richtigen Leben. Gleichzeitig haben die auch eine Menge Verantwortung. Zum Beispiel dafür, dass die Ware im LKW nicht wild durcheinander purzelt. Und sowieso. Ohne die tägliche Arbeit der Fachkräfte für Lagerlogistik in den Lagern würden die Millionen Waren, die täglich durch die globalen Logistiknetzwerke fließen, ihr Ziel niemals erreichen. Und du weißt, was es bedeutet, wenn plötzlich keine Waren mehr ankommen. Chaos. Oh, das will niemand. Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik kannst du übrigens direkt bei Hellmann Worldwide Logistics machen. Hellmann ist ein globales Transport- und Logistikunternehmen. Und sorg dafür, dass das Schlagzeug, das du mal eben im Internet für deinen kleinen Bruder shoppst, schließlich bei dir landet. Das macht Hellmann. Yes! Danke dafür! Und das mit 16 Millionen Waren im Jahr. Auf der Straße, in der Luft, auf der Schiene, auf dem Wasser und in Zukunft vielleicht sogar mit Drohnen. Danke nochmal! Aber auch wenn Hellmann ein internationales Unternehmen ist, herrscht an den einzelnen Standorten eine familiäre Atmosphäre. Deswegen solltest du ein Teamplayer sein, Zuverlässigkeit mitbringen und keine Scheu vor körperlicher Arbeit haben. Und ja, bevor du fragst, in deiner Ausbildung machst du den Gabelstapler-Führerschein. Deine Ausbildung bereitet dich nicht nur auf deinen vielfältigen Arbeitsalltag in der Lagerlogistik vor, sondern enthält auch kaufmännische Anteile. Und wenn Büros nicht dein Ding sind und Zeit sowieso Geld ist, dann kannst du auch auf den kaufmännischen Teil verzichten und in 2 Jahren einfach Fachlageristin lernen. So oder so solltest du bereit sein, mit deinen Kolleginnen und Kollegen die Welt vor dem hier zu retten. Oder noch schlimmer, vor dem. Oh, auf keinen Fall. Genau. Also bewerbt euch lieber schnell. Und keine Sorge. Egal, ob du Frühaufsteher oder Langschläfer bist, wir finden das Passende für dich. Super, dann bis bald.